Neuseeland und das ist mein Hund Bentley. Bentley ist 8 Jahre alt, ist ein Labrador und ich habe ihn vor einem halben Jahr aus schwierigen Verhältnissen bekommen und würde ihn jetzt, weil ich ja ganz viel Turnier reite, auch gerne mal mitnehmen, aber das ist ziemlich schwierig, weil er einfach die Leute immer anspringt, nicht so gut an der Leine geht und auch vor den Pferden nicht so viel Respekt hat und halt einfach unterm Pferd durchläuft. Und das würde ich gerne ein bisschen üben. Mein Name ist Andrea Lüders. Vor 10 Jahren gründete ich die Hundeschule Shiva in Hamburg und Hennstedt-Ulzburg, um Menschen und ihren Hunden zu helfen. Die meisten Erziehungsprobleme und sogenannte Verhaltensauffälligkeiten entstehen durch Missverständnisse in der Kommunikation. Mein Ziel ist es, diese Missverständnisse aufzuklären und eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung herzustellen. Ein angeborenes Angstverhalten und das ist bei deinem Bentley nicht besonders ausgeprägt, was ja für ihn spricht. Auch, dass er noch keine schlechte Erfahrung im Umgang mit dem Pferd gemacht hat. Damit wir ihm das auch ersparen und er sich ganz offensichtlich der Gefahr, die er sich aussetzt, indem er unter deinem Pferd durchläuft, nicht bewusst ist, würde ich empfehlen, dass wir ihm beibringen, dass wenn du jetzt hier stehst und dein Pferd putzt und fertig machst, dass Bentley sich zuverlässig zum Beispiel auf eine Decke legt. Damit kennt er seinen Bereich und dann können wir ihn ein Stück weit einschränken. Genau, gib ihm ruhig ein Stück Futter drauf. Genau. Gib ihm ruhig noch ein Stück. Leg es sonst auch ruhig auf die Decke drauf, dann kann er sich gleich anschauen. Genau. Und wenn er dort jetzt liegt und seine Erwartungen sind, die bauen wir Stück für Stück auf. Das heißt, die Futterstücke, die Abstände, werden jetzt immer größer und in größeren Abständen gefüttert. Dann gibst du ihm noch ein. Genau, legst es dorthin. Jetzt hast du eben gemerkt, dass das schon ziemlich grenzwertig für ihn war. Das heißt, der Abstand war zu groß. Gib ihm gleich ruhig noch eins. Genau. Genau, jetzt fängst du an, damit er nicht nur lernt, Decke heißt, so lange wie du daneben stehst, dich auch Stück für Stück zu entfernen, vielleicht dein Pferd einfach einmal zu tätscheln oder an den Gurt ranzugehen. Genau, und dann gibst du ihm nochmal ein Stück und sagst wieder Decke. Genau. Genau, aber würden wir jetzt die ganze Zeit nur in einer bestimmten, gib ihm ruhig zwischendurch immer wieder ein Stück Futter, würden wir jetzt die ganze Zeit nur in dem Zusammenhang, du stehst neben ihm und Bentley liegt, das Stück Futter geben, dann verbindet er auch nur in der Situation das Kommando. Genau, deswegen müssen wir jetzt anfangen, in so vielen wie möglich verschiedenen Situationen das Kommando aufzubauen. Decke. Die Hunde lernen durch Wiederholen, das heißt, diese Übung wiederholst du jetzt immer und immer wieder und gibst ihm auch immer wieder ein Stück Futter, wobei die Futterabstände immer größer werden. Decke. Genau. Und dann löst du einmal wieder auf, lässt ihn aufstehen, dass du dir ein Kommando überlegst, zum Beispiel okay oder auf oder los, irgendetwas, falls du schon... Bentley, okay. Genau. Und da lobst du ihn jetzt gar nicht dafür. Wenn du nachher das Gefühl hast, er versteht das. Und verstehen heißt, dass du diese Situation zum Beispiel 2000 Mal ungefähr wiederholt hast. Ja, also 2000 Mal muss ein Hund das Kommando gehört haben in der Situation, damit die das überhaupt im Langzeitgedächtnis verankern. Dann fangen wir nachher an, die Futterstücke auch mal wegzulassen. Aber nie ganz. Das heißt, du hast immer ein paar Futterstücke in der Tasche und es gibt immer mal für braves Liegen ein Stück Futter. Sehr brav. Schön. Okay, und dann löst du es wieder auf. Okay. Wichtig ist, dass du immer in kurzen Zeitabständen übst, damit wir ihn seine Konzentration nicht überfordern und dass du immer aufhörst, wenn es am schönsten war. Ich meine, das war ja nun gerade perfekt und eigentlich mehr als das, was wir zum ersten Mal erwartet haben. Das habt ihr super gemacht, sehr schön. Wir haben die letzten Wochen uns regelmäßig getroffen und an den Themen Leinenführung, Hundebegegnung an der Leine, Rückruftraining, Deckentraining und das Nicht-mehr-Anspringen von Menschen gearbeitet. Die meisten Probleme zwischen Mensch und Hund entstehen durch Kommunikationsprobleme und Missverständnisse. Durch ein paar Veränderungen in der Kommunikation und dem Aufbau einiger Übungen versteht Bentley jetzt, was Tini von ihm erwartet und welche Verhaltensweisen sie nicht mehr wünscht. Die Übung haben wir langsam aufgebaut und gesteigert,
Auch die Orte haben wir regelmäßig gewechselt, da Hunde kontextspezifisch lernen. Das heißt, würden wir eine Übung nur an einem Ort regelmäßig durchführen, würde der Hund die Übung auch nur mit diesem Ort in Verbindung bringen. Sie würde aber hier auf dem Turniergelände nicht mehr funktionieren. Hier auf dem Turnier herrscht Ablenkung, Zeitdruck und jede Menge Stress. Es wird sich jetzt zeigen in der Echtsituation, wie fest die Übung bei Bentley schon verankert ist und wie gut Tini die Übung umsetzen wird. Wir hatten hier das Deckentraining. Tini hat Bentley auf der Decke abgelegt, um ihr Pferd zu satteln, um es vor der Prüfung noch einmal abzureiten. Wir haben gesehen, dass Bentley am Hecheln war. Das heißt, er ist mit der Situation noch nicht richtig vertraut und hat etwas Stress dabei, wobei er die Situation an sich wunderbar gemeistert hat. Tini hat ihn regelmäßig bestätigt, indem sie ein Stück Futter hingelegt hat und das Kommando wiederholt hat. Im Großen und Ganzen ist es wunderbar gelaufen. Dass Bentley überhaupt keine Orientierung an Tini hat und damit beschäftigt ist, die Umgebung mehr zu untersuchen und im Blick zu behalten. Der Außenfokus ist sehr ausgeprägt bei ihm. Ich würde mir wünschen, dass er sich mehr an Tini orientiert. Auf welcher Seite er dabei läuft, ist dabei egal. Ich finde es immer schön, wenn die Hunde auf beiden Seiten laufen können. So können wir dann auch gerade im Umgang mit dem Pferd die Seiten auch mal wechseln. So, wenn wir jetzt an die Leinführung gehen. Wir wollen ja, dass Bentley sich mehr an dir orientiert. Das heißt, wir möchten, dass der Blickkontakt mehr in deine Richtung gelenkt wird. Auch das können wir wieder großartig mit einem Stück Futter aufbauen. Das heißt, jeder Blickkontakt, ohne dass du ihn vorher ansprichst, sondern alles, was er von sich aus anbietet, und da können wir gleich am Anfang ruhig mal den einen oder anderen kleinen Richtungswechsel einbauen, bestätigst du sofort mit einem Stück Futter. Okay. Ja, und auch da lassen wir genau wie bei dem Deckentraining eben die Futterstücke immer in größeren Abständen nachher kommen, damit du nachher nicht nachher noch ein Bernhardiner aus ihm machst, ja, und wir dann nächstes Mal über die Futtersituation sprechen müssen. Genau, auch ganz wichtig, das, was er jetzt so an Leckerchen dazu bekommen hat, wird natürlich dann vom Armbrot dann abgezogen. Ja. Gut, also wir gehen jetzt einfach gleich mal los und du lauerst tatsächlich darauf, auf den Blickkontakt, der von Bentley kommt. Weil alles, was er jetzt selber durch eigenerlerntes Verhalten beigebracht bekommt, beziehungsweise du das sofort bestätigst, setzt sich viel schneller fest. Ja, also wir gehen los und sobald er dich anschaut, gibst du ihm sofort das erste Stück Futter. Dann gehen wir jetzt los, auf welcher Seite er läuft, völlig egal. Und sobald er dich anschaut, gibst du ihm ein Stück Futter. Dabei muss man dir nicht zwingen, da gib ihm schon was. Genau. Dabei muss er dir nicht zwingend in die Augen schauen. Also was du auch super machen kannst, wenn er dir nach vorne läuft, halt deine Leine ruhig in dieser Hand. Wenn er dir nach vorne läuft, führst du ihn dir so zurück. Da gibt es jetzt erstmal kein Stück für, du gehst weiter. Und sobald er wieder schaut, super, gibt es wieder ein Stück Futter. Ja, läuft er dir vor, führst du ihn so wieder zurück. Ganz wichtig bei der Belohnung ist die 1-Sekunden-Regel. Das heißt, nur auf Blickkontakt gibt es auch tatsächlich das Futterstück. Und wie gesagt, er muss dir nicht in die Augen gucken, irgendwo auf dem Körper reicht. Wenn er jetzt total lange dich angeschaut hat, weil wir nachher anfangen, die Momente etwas rauszuzögern mit dem Futter und er schaut schon wieder weg, auch wenn das vorher super gewesen ist, du lobst nicht nach. Das heißt, ist der Fokus nicht auf dich gerichtet, sondern auf irgendetwas anderes, gibt es da kein Lob für. Sonst würden wir eine Fehlverknüpfung aufbauen. Ja. Jawohl, auf Blickkontakt gibt es Futter. Und jetzt, er bietet sich ja schon wunderbar an, kannst du anfangen, den Blickkontakt weiter rauszuzögern. Das heißt, du gibst jetzt nicht sofort ein Stück Futter, sondern du wartest den Moment ab, dass du jetzt sagst, okay, es gibt nicht nach 2 Schritten ein Stück Futter, sondern vielleicht mal, dass du 3, 4 Schritte hintereinander machen kannst. Und dann gibt es das Stück Futter. Dass wir die Abstände Stück für Stück größer werden lassen. Wichtig ist, nur bei Blickkontakt. Schaut er weg, gibt es nichts.
Das sieht ja schon ganz anders aus als beim ersten Mal. Schön! Prima. Auch hier ist ganz wichtig, wenn er sich so schön anbietet wie jetzt, dass man aufhört, wenn es am schönsten ist und ihn dann wieder entlässt. Und das ist eine Übung, die kannst du wunderbar hier einfach immer mal mehrere Minuten am Tag, hier mal eine Minute, da mal eine Minute, immer mal wieder einbauen, damit sich das festigt. Und er in dem Moment, wenn er die Leine dran hat, in Zukunft nur noch so läuft. Okay. Ganz wichtig ist, Hunde lernen aus Erfolg und Misserfolg. Sprich, wenn er so jetzt mit dir in irgendeine Richtung zerrt und kann dort schnuffeln oder begrüßt vielleicht sogar einen Menschen, dann wird sein Verhalten weiter bestätigt. Das heißt, er zeigt es weiter. Dann kannst du hier noch so lange üben. Ja, wichtig ist, dass er damit nicht mehr durchkommt. Du holst ihn dir sanft wieder zurück mit deinem Stück Futter und mach die Situation ruhig noch einmal. Bitte die Leute auch ruhig noch einmal sonst auf dich zuzukommen und das nochmal zu üben. Die Leinführung hat Tini sich sehr gut erarbeitet und man kann erkennen, dass die beiden inzwischen ein eingespieltes Team geworden sind. Bentley orientiert sich an ihr. Tina schilderte das Problem, dass Bentley auf Menschen zuspringt und diese überschwänglich begrüßt. Was ich jetzt gesehen habe, ist, dass Bentley diese Erwartungshaltung, wenn er auf Menschen zurennt, auch sofort erfüllt bekommt, nämlich Aufmerksamkeit. Dass der eine oder andere das nicht gut findet, Kratzer davon trägt und gerade wenn wir jetzt auf das Turnier hinarbeiten wollen, auch weiße Reithosen darunter leiden, liegt auf der Hand. Bentley hat uns gerade eindrucksvoll gezeigt, mit wie viel Freude er deine Freunde und die Leute aus dem Stall hier alle begrüßt. Wenn wir das abstellen wollen, ist es ganz wichtig, dass wir Bentleys Erwartungshaltung nicht mehr bedienen. Seine Erwartungshaltung ist Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit fängt mit Blickkontakt an. Das heißt, ich gehe auf einen Hund zu, schaue ihn an und schon fange ich an, seine Erwartungshaltung zu bedienen und komme in die Kommunikation mit ihm. Idealerweise weist du jetzt hier alle Leute ein, wenn sie auf den Hof kommen oder an dir vorbei oder auf Bentley treffen, ihn einfach zu ignorieren. Ignorieren heißt, dran vorbeikommen, gucken und sich ganz normal weiter bewegen. Ihn vielleicht auch so ein bisschen sanft ein bisschen beiseite schieben, wenn er im Weg steht, mit dem Bein durch ihn durchlaufen. Und dann sollte das Verhalten schnell nachlassen. Parallel dazu können wir ihm eine Gegenkonditionierung aufbauen. Das heißt, im Umkehrschluss, anstatt die Aufmerksamkeit jetzt in dem Beispiel von dir zu bekommen, würdest du ihn dann vielleicht ansprechen, einen Schritt rückwärts gehen und würdest ihn loben fürs zu dir rankommen. Hallo! Sehr schön, das hat ja geklappt mit dem Ignorieren. Genau, gar nicht angucken. Ich weiß, es fällt immer schwer bei so einem niedlichen Hund. Genau, und guck mal, jetzt kannst du mal einen Schritt rückwärts gehen. Längst, sprich ihn ruhig an, dass er da weggeht. Genau, da kannst du ihm ein Stück Futter geben. Hunde tun nichts, ohne dass sie einen Nutzen davon haben. Gerade zu Anfang. Und damit wir überhaupt erstmal die Verbindung herstellen zwischen, es kommt jemand auf dich zu und Bentley kommt zu dir. Am Anfang muss ich immer und immer wieder bestätigen. Mit Futter oder Aufmerksamkeit. Was du nachher auch schön machen kannst, wenn er gut drauf reagiert, ist einfach nur einmal so an der Seite, an der Lefze einmal anfassen und da dann bestätigen und streicheln. Aber ruhig immer mal wieder mit einem Stück Futter. Hallo. Hi. Hallo. Schön, das klappt ja großartig. Genau. Hat Bentley schon zugehört bei der Übung? Die Begrüßung ist kein Vergleich mehr zu vorher. Bentley ist zwar noch interessiert, aber ist nicht mehr aufdringlich und springt auch nicht an. Ich freue mich sehr, dass das so gut geklappt hat. Wir haben auch gut geübt und er hat sich richtig gut bemüht, hat viel gelernt. Und jetzt hatte ich ihn letzte Woche das erste Mal mit auf dem Turnier und es war gar kein Problem mehr. Und ich glaube, hier hat das ja heute auch echt gut funktioniert. Ich freue mich jetzt auf die weitere Turniersaison, wo ich Bentley auch schön mitnehmen kann.